So, willkommen zurück zu Pokémon Dusk. Letztes Mal haben wir ja den Radioturm wieder in Gang gebracht. Und jetzt müsst ihr das Pokécom benutzen. Wen möchtest du anrufen? Erstmal Mama. Der Gesprächspartner ist derzeit nicht erreichbar. Bitte versuche später erneut. Es klingelt. Hallo, Professor Lind am Apparat? Wer ist da? Professor, ich bin es. Ethan. Ethan? Wie geht es dir? Bist du okay? Mir geht es soweit gut. Alles in bester Ordnung. Gott sei Dank, da bin ich ja erleichtert. Wie sieht es in Neuborgia aus? Wie geht es meiner Mutter? Ist Chris da bei euch? Deiner Mutter geht es gut, keine Sorge. Alle Leute in Neuborgia sind wohlauf. Aber leider hat sich Christa schon vor Tagen auf die Reise gemacht. Ich habe bisher nichts von ihr gehört. Hör zu, Ethan. Das Funknetz ist fast in ganz Johto ausgefallen. Ich hatte schon vor Stunden versucht, dich zu erreichen. Ich habe hier das einzigste funktionierende Nottelefon. Sonst wirst du wohl niemanden erreichen können. Das heißt, ist diese Seuche in ganz Johto ausgebrochen? Ich schätze schon. Wo befindest du dich gerade? Hast du eine sichere Unterkunft? Ja, ich bin Dukatia City in einem Bunker mit ein paar anderen Überlebenden. Die Stadt ist voll mit diesen Infizierten. Wir versuchen zusammen eine Lösung zu finden, hier zu entkommen, bevor es noch gefährlicher wird. Wüssten Sie, wie wir hier wegkommen? Haben Sie nicht noch irgendein Pokémon übrig, mit dem Sie uns helfen können? Tut mir leid, Ethan, ich bin genauso machtlos wie du. Als die Leute von der Apokalypse der Untoten erfahren haben die meisten ihre Pokémon aus ihrem Lagersystem abgehoben und das Weite gesucht. Die Leute waren besonders besessen darauf, ihre Flug- und Wasser-Pokémon mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, um immer in Bewegung zu bleiben und sicheren Abstand zu bewahren. Aber viele bedachten nicht, dass Pokémon auch mal schlafen und essen müssen. Für viele Trainer wird diese Methode zum Verhängnis. Ich habe leider kein einziges Pokémon mehr übrig, das dir helfen könnte. Oh nein. Gibt es denn keine Möglichkeit? Keine einzige? Wie gesagt, mir sind die Hände gebunden. Tut mir leid, Ethan. Aber es ist gut, dass du sicheren Schutz gefunden hast. Ich denke, da bist du fürs Erste sicher. Professor, wissen Sie, was da vor sich geht? Wo kommen diese Untoten her? Wissen Sie vielleicht, wie das alles zustande kam? Nein, diesbezüglich habe ich keine Informationen. Was oder woher diese Infektion kommt, ich habe keinen blassen Schimmer. Wissen Sie, ob es Hoffnung auf Heilung gibt? Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Aber ich forsche gerade selbst an der DNA dieser Biester. Ich habe schon vor Stunden meine Assistenten losgeschickt, um mir ein Kadaver bringen zu lassen. Er müsste bald wieder zurückkommen. Vielleicht findet sich eine Lösung, die Infektion zu stoppen. Sag, Ethan, wie geht es eigentlich deinem Pokémon, Iglava? Brando, dem geht's gut. Das freut mich. Ja, wir bekämpfen die Untoten gemeinsam. Ich habe es gut trainiert. Ihr bekämpft sie? Ethan, ich wäre damit sehr vorsichtig. Ein Lebewesen, das einmal von diesen Untoten infiziert wird, wird selbst zu einem Untoten. Interessanterweise habe ich aber herausgefunden, dass diese Infizierten manchmal sogar ein Stück Erinnerung aus der Zeit als Lebender besitzen. Das heißt, dass Menschen oder Pokémon, die sich manchmal brüchig daran erinnern, wer oder was sie waren, ich habe auch schon infizierte Pokémon gesehen, die sogar noch einige ihrer Attacken beherrschten. Nichtsdestotrotz sind das gefährliche Biester, die versuchen, lebendige Menschen zu fressen. Ob mit oder ohne Erinnerung, wir werden vorsichtig sein, versprochen. Aber wir hätten sie nicht anrufen können, hätte Brando und ich nicht den Radioturm wieder eingeschaltet. Oh, scheiße. Nun gut. Wenn es hilft, euch euer Überleben zu sichern,
Ethan, da fällt mir was ein. Etwas Wichtiges, was ich dir sagen muss. Nur die wenigsten scheinen es zu wissen. Jedes, aber auch wirklich jeder, egal ob Mensch oder Pokémon, den du in der Johto-Region angetroffen hast, sogar wir selbst, jeder von uns ist. Das war Leon, wenn er von einem Zombie getötet wird. Professor? Professor? Was ist da passiert? Das hört sich nicht gut an. Oh Gott, ich hoffe, es geht ihm gut. Und? Was war? Wie lief es? Was hat der Professor gesagt? Er meinte, er kann uns nicht helfen. Und dass er auch nicht weiß, woher diese Infektion kommt. Er wollte mir eben noch etwas sagen, aber dann brach die Verbindung ab. Ich glaube, irgendwas ist dort passiert. Ich weiß aber nicht was. Oh, verdammt. Das hätte ich mir nicht so erwartet. Scheiße, verdammt. Echt. Ethan, es tut mir schrecklich leid, aber wie es aussieht, müssen wir weiterhin unser Überleben hier sichern. Wir können jetzt nicht aufgeben, hörst du? Wir geben nicht auf. Komm nachher zu mir. Dann schauen wir, wie wir die Lage hier vorantreiben. Dieser Team Rocket-Typ. Musste ich ihn wirklich töten? Was war mit mir los? Ich war so besessen davon, ihn zu töten. Er war ein lebender Mensch. Das bin ich einfach nicht. Was ist bloß passiert? Ich muss meine Gedanken wieder ordnen. Ich darf nicht zu jemandem werden, der ich nicht sein will. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und was ich werden will. Ich bin Ethan und ich möchte Pokémon-Meister werden. Aber ob in einer so einer Welt je solch ein Traum noch wahr werden kann? Wird es denn für immer so auf dieser Welt bleiben? Ich hoffe nicht. Okay. Reden wir nochmal mit Dave. Scheiße, Ethan. Gut, dass du da bist. Wir haben ein richtig übles Problem. Was denn? Als ich vorhin von meiner Tour durch Dukatia City gemacht habe, habe ich auf der Route 35 gesehen, dass uns Probleme machen wird. Du wirst es nicht glauben. Aber ein riesiges, infiziertes Bisa-Flor kommt direkt auf Dukatia City zu. Es wird schon bald am Nordtor angelangt sein. Wenn wir nichts tun, um es loszuwerden, sind wir dem Untergang geweiht. Können wir denn nichts tun, um es aufzuhalten? So riesig wie das Vieh ist? Nein. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, dich zu fragen, aber du müsstest es töten. Ein Bisa-Flor, spinnst du? Denk nochmal nach. Ein Bisa-Flor ist ein Pflanzentyp. Die Zombies da draußen sind eh schon alle aufgrund der Fäulnis empfindlich gegen Feuer. Und ein Pflanzentyp-Zombie. Und ein Pflanzentyp-Zombie, geil. Sollte erst recht nicht schwer zu töten sein. Aber wenn es ein riesiges Bisa-Flor ist. Ethan, du musst es töten, damit wir alle überleben können. Und du bist dir sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Absolut sicher. Gut. Wenn es anders nicht geht, komm zu mir, wenn du bereit bist. Hey. Kann ich ja noch was für die Melanie tun? Wie geht's dir, Ethan? Pass bitte auf dich auf, hörst du? Hallo, Ethan. Das Werkzeug, das du mir gegeben hast, erweist sich als sehr nützlich. Vielen Dank. Pass auf dich auf. Erstmal speichern. Na gut, hilft ja nichts, ne? Bist du bereit, dem riesigen Bisa-Flor gegenüberzutreten? Ja, bin bereit. Es kann losgehen. Heilige Scheiße. Es ist verdammt groß. Brando,
Du musst das nicht tun, wenn du nicht willst. Iglava, Iglava. Okay. Ich werde in Deckung gehen, damit ich dir nicht im Weg stehe. Dann kannst du dich voll auf den Kampf konzentrieren. Wow. Kommt auch normale Zombies? Scheiße. Nein, Mist. Ihr habt's geschafft? Okay, das war jetzt aber echt leicht. Ein Glück, es ist endlich tot. Der Kadaver versperrt nun den Ausgang von Ducatia City. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, hier geht's lang. Puh. Oh. Mir hängt da gerade was ins Bild rein. Upp, Entschuldigung, so. Jetzt bin ich wieder voll da. Huch, ein Mann mit einem Vulpix, da unten ein Wärter. Wie lief es, Ethan? Konntest du es besiegen? Ja, wir konnten es töten. Der Kadaver von Bisaflo liegt nun vor dem Nordtor. Ich schätze mal, da kommt so schnell nichts mehr durch. Fabelhaft, wirklich ausgezeichnet. Wie immer stehen wir alle tief in deiner Schuld. Ist schon in Ordnung, wirklich. Es war zu unserer aller Sicherheit. Ja, aber denk daran, dass wir das, was du für uns tust, nicht als selbstverständlich ansehen. Ist okay. Hey, hast du schon gesehen? Ein paar neue Überlebende haben zu uns gefunden. Sie könnten eine große Hilfe sein. Reden wir erst mit dem Mann im Vulpix. Oh, hallo! Hallo. Ich habe sie hier noch gar nicht gesehen. Ja, richtig. Ich bin neu hier. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Albert. Gentleman Albert. Und Dave hat mich vorhin hierher gebracht. Er hat mir sozusagen das Leben gerettet. Du bist sicherlich Ethan, oder? Dave sprach von dir in den höchsten Tönen. Und von der netten alten Dame Martha hörte ich auch nur Gutes. Nun, ja. Keine falsche Bescheidenheit. Sie haben auch ein Pokémon dabei. Ein Vulpix. Es müsste doch ziemlich stark sein. Es könnte mit uns zusammenarbeiten. Ich fürchte nicht, Ethan. Ich habe diesem Vulpix nie eine Attacke beigebracht. Ich habe es immer nur an Schönheitswettbewerben teilnehmen lassen. Na ja, klar. Es ist leider sehr schwach. Hätte ich gewusst, was für eine Misere auf uns zukommt, hätte ich es trainiert. Sowas musste ja kommen. Naja. Ethan, bevor du gehst, ich hätte da was. Komm nachher mal vorbei, wenn du Zeit hast. Ich hab Zeit. Hey Jungchen, mir ist etwas eingefallen. Als ich vorhin aus meiner Wohnung mit Dave geflüchtet bin, habe ich etwas Wichtiges dort vergessen. Ich habe ein Radiomodul zu Hause liegen. Du hast doch ein Pokécom, oder? Ja, aber was soll das nützen? Im Radioturm gibt es keine Überlebenden. Wenn wir das Radiomodul installieren, bekommen wir vielleicht ein wenig mehr Informationen über die Seuche. Sicherlich sendet das Militär oder die Seuchenschutzbehörde auf eine Frequenz Informationen über diese Krankheit. Und vielleicht gibt es ein Lager für Überlebende oder gar eine Heilung. So hoffe ich doch zumindest. Es wäre auf jeden Fall eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Wunderbar. Das denke ich auch. Hier. Das brauchst du, um reinzukommen. Ethan erhält Hausschlüssel von Albert. Mit dem kommst du in mein Haus rein. Er steht in der Nähe des Fahrradladens. Du kannst es nicht verfehlen. Aber pass auf, ich habe ein kleines, sagen wir, Sicherheitssystem entwickelt.
Es war eigentlich gedacht, Einbrecher zu verwirren und abzuhalten, was mitzunehmen. Du musst wissen, ich bin ein leidenschaftlicher Rätselmeister. Aber ich denke mal, du bist schlau genug, um das hinzubekommen. Verstanden, ich hole dir das Modul. Den Versuch, jemand außerhalb zu erreichen, ist es auf jeden Fall wert. Okay, mit dem Sicherheitstyp rede ich nachher. Das heißt, Sicherheitstyp ist so ein Typ von dem Durchgang. Also ich muss sagen, die Musik ist grandios in dem Spiel. Wo ist denn denn seine Wohnung? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Das war der Fahrradladen, oder nicht? Ah ne, der war hier. Ah, Tür geregelt. Ethan wirft Tauschschlüssel weg. Hier sind wir also. Alberts Haus. Mann, der lebt auch mit vielen Steinen. Das war jetzt mit Sicherheitssystem gemeint. Sieht aus, als wären die Steine nicht echt. Ich könnte sie bewegen. Okay. Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich mich verschoben. Ja. Und nochmal rein und raus. Okay, fangen wir mal hier an. Das schieben wir nach oben. Jawohl. Radiomodul erhalten. Bringen wir es zurück zu Albert. Der wird's wissen, wie man das Radiomodul benutzt. Ja, ist doch okay. Ich will euch gar nicht verschieben. Das Dumme ist, wenn ich die nur einmal angucke, dann verschiebt er die gleich. Fenster. Da geht's lang. So, mal gucken, was dieses Radiomodul mit auf sich hat. Ob wir wirklich mal was mitbekommen von der Seuche oder was passiert ist. Du hast es gefunden. Sehr gut, mein Junge. Nur mal schauen, ob das Militär oder die Seuchenschutzbehörde etwas sendet. Schlechte Nachrichten. Keiner sendet irgendwas. Aber irgendjemand muss es doch geben, der was gegen diese Infektion tut. Wie es aussieht. Nein. Ich habe mich fest darauf verlassen, dass die Regierung uns nicht hängen lässt. Und jetzt das. Keine Polizei, kein Militär, keine Seuchenschutzbehörde, die uns helfen können. Niemand. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Tut mir leid, dass ich dich da rausgeschickt habe. Das Radiomodul ist nutzlos, wenn keiner etwas sendet. Aber es hat einen integrierten Music Player. Ich kann nichts damit anfangen. Du kannst es ruhig haben. Okay. Der Music Player ist nun auf deinem Pokécom installiert. Öffne einfach dein Pokécom und wähle den Musikon an, um dir Lieder anzuhören. Ist wohl eine nette Abwechslung für zwischendurch. Momentan ist aber nur ein einziges Lied enthalten. Ganz Lucatia City sind Musikstücke verteilt, die du aufsammeln kannst. Sie werden dann automatisch in deinen Music Player hinzugefügt. Besuch am besten nochmal einige Orte, an denen du schon warst. Vielleicht findest du das ein oder andere Musikstück. Danke dafür. Ein bisschen Musik wird mich sicherlich ein wenig beruhigen. Gut, dann reden wir nochmal mit dem. Hi, du bist der Pokémon-Trainer Ethan, richtig? Ja, ganz genau. Dave hat bestimmt von mir erzählt, richtig? So ist es. Unser aller Retter, wie ich hörte. Er meinte, du erledigst draußen die ganzen Beißer.
Ich heiße übrigens Klaus. Polizist Klaus. Und bevor diese Seuche ausbrach, war ich Polizist, stationiert in DCPE 31 Abteilung. Das ist selbsterklärend, das erkennt man in der Uniform. Ja? Ich kannte Dukatia City lange vor dem Ausbruch. Es ist erschreckend, wie schnell sich hier alles verändert hat. Ich war dabei, als die ersten Infektionen anfingen. Als ob wir nicht schon genug mit Team Rocket zu tun hatten. Kam dann auf einmal diese Krankheit hinzu. In ganz Dukatia City fingen die grausamen Morde an. Bis dann einer kapiert hat, dass die Krankheit durch Bisse übertragen wird. Danach brach alles in sich zusammen und jeder überlebte nur noch für sich. Grausam. Was ich für Dinge gesehen habe, Beiße, die Menschen Pokémon lebendig aßen. Sowas sollte keiner gesehen haben. Ich lamentiere schon wieder zu viel. Jedenfalls, ich als erfahrener Polizist werde alles Mögliche versuchen, um euch zu helfen. Hätte ich doch nur meine Pistole. Okay, ich glaube, er will, dass wir seine Pistole suchen. Aber ich speichere mal. Und damit würde ich sagen, beende ich jetzt diesen Part. Dann geht's nächste Woche weiter bei Pokémon Dusk. Auf Wiedersehen.